Also möchte ich Ihnen gerne die Werte Vega, Theta, Gamma und Delta heute einmal erklären. Erstmal in der Theorie und wie gesagt bei den nächsten Einstiegen dann immer speziell hier noch einen Blick drauf werfen. Ich glaube, wenn Sie die Option Station Pro öffnen, sollten Theta, Gamma und Delta standardmäßig mit enthalten sein. Glaube nur Vega muss man noch hinzufügen und um das noch kurz zu zeigen. Bei dem Option Trader von Interactive Broker muss man es dann auch dementsprechend einstellen. Fangen wir vielleicht hier kurz damit an, bevor ich es dann für die Option Station von TradeStation zeige. Also, ich habe Sie auf der rechten Seite diesen Werkzeugschlüssel für die Einstellungen und dann auf der rechten Seite hier unter erhältliche Spalten die Greeks, und das sind genau diese vier Werte wie angesprochen, die einfach mit hinzunehmen. Also funktioniert fast identisch zu der, wie wir es in der Option Station haben. Sie können es dann auf der linken Seite bei den angezeigten Spalten dementsprechend noch anordnen. Und dann sollte bei jedem neuen Öffnen das automatisch so erscheinen. Sind Sie bei mir etwas verdeckt? Hier haben wir Delta. Ja, ist natürlich eine Platzfrage. Hier müsste ich dann noch einiges rausnehmen. Zeitwert in Prozent. Jetzt platztechnisch schon reichen, da sieht man schon etwas mehr. Wundert mich nur, dass es jetzt nur auf der Put-Seite dargestellt wird. Das sollte eigentlich auch auf der Call-Seite kommen, aber da schauen wir gleich noch einmal auf den Option Trader von Interactive Poker. Bleiben wir erstmal kurz bei TradeStation. Hier ist es auch mit der rechten Maustaste wie in jedem anderen Tool über Format Columns und dann haben Sie links available, rechts selected. Da müssen Sie einfach das vierte noch aussuchen. Das war, glaube ich, Vega, was nicht standardmäßig mit enthalten ist. Dann können Sie dieses hier mit einfügen. Und dann auf OK gehen. Und hier ist es auch so. Sollte dann standardmäßig alles automatisch mit enthalten sein. Auch beim nächsten Öffnen müsste das dann mit vorhanden sein. So, ich nehme jetzt, wie gesagt, bei diesem ETF auf die Emerging Markets EEM mal den Januar 2016. Das war ja, wo wir vorhin nachgeschaut hatten. Bleiben wir vielleicht erstmal auf der Call-Seite. Es verhält sich, wie gesagt, jetzt für beide dann dementsprechend identisch. Und das Wichtigste, oder was Sie vielleicht schon am häufigsten gehört haben und wovon auch bei den meisten Optionshändlern schlussendlich gesprochen wird, ist das Delta. Dieser Bereich. So, jetzt schauen wir mal, der aktuelle Preis bei den Emerging Market ETF hier ist bei 39,40. Nur, dass wir das ungefähr zum Vergleich wissen. Das Ganze ist hier. Und ja, das Delta gibt im Schluss nur 1 an die Preisveränderung der Option und die Preissensitivität zum Underlying, das heißt, wie verändert sich die Option im Vergleich zur Aktie? Sprich, wenn wir ein Delta von 1 haben, können wir hier ganz gut erkennen, dass umso tiefer jetzt ein Call im Geld liegt, umso höher ist das Delta. Umso größer ist die, ja nicht umso größer, man muss es ja dann auch, ja doch, umso größer ist die Veränderung absolut. Bedeutet hier 1, wenn wir mal den Call auf 23 nehmen, der ganz oben steht, der hat als aktuellen Preis ja, irgendwo zwischen 16,25 und 16,55.
Heißt das, wenn die Aktie jetzt einen Dollar sich bewegt, einen Dollar nach oben geht, oder auch einen Dollar nach unten, ist natürlich jetzt in beide Richtungen das gleiche, dann bewegt sich die Option genau um diese 99 Cent, also faktisch auch um knapp einen Dollar. Und man kann sagen, umso näher man an den Strikepreis kommt, umso ja, niedriger wird das Delta. Am Strikepreis hat man in der Regel immer so ein Delta von 0,5. Und das sehen wir. Wir sind jetzt hier ja, irgendwo zwischen 39 und 40 Dollar. Und da sehen Sie, 40 hat das Delta genau um 0,5. 39 etwas um 0,5 würde jetzt bedeuten, wenn die Aktie 1 Dollar steigt, steigt meine Option, mein Call auf Strikepreis 40 genau um 50 Cent. Kann man natürlich jetzt argumentieren, dass es betragsmäßig weniger ist, als oben die Tief im Geld liegen. Aber Sie müssen das natürlich im Vergleich zum Preis sehen. Die oben kostet 16,25, unten sind wir bei 2,25. Also alles, was in der Nähe des Strikepreises ist, hat in der Regel ein Delta von um die 0,5. Und jetzt mal kurz vollständig halber hier auf die Put-Seite gehen. Sehen Sie natürlich, das ist jetzt genau andersrum. Das heißt, umso weiter wir natürlich aus dem Geld rausgehen, umso kleiner wird das Delta. Wenn wir jetzt einen Put kaufen, der weit, weit weg vom Strikepreis ist, dann, das kennen Sie auch bei Call-Positionen, wenn wir wirklich noch weit weg vom Strikepreis sind, da passiert am Anfang recht wenig. Da verändert sich auch die Option, selbst wenn die Aktie mal in einem Dollar steigt oder fällt, nur um einen geringen Bruchteil. Und das sieht man jetzt genau hier andersherum. Wenn ich jetzt hier natürlich nach unten scrollen würde und die Puts mir anschaue, die tief im Geld liegen, dann kommen wir dann auch irgendwo zu einem Delta von 1. Also hier die Preissensitivität, was die Veränderung der Option im Vergleich zur Aktie hat. Heißt, wenn wir bei fast 1 liegen, 1 Dollar Bewegung der Aktie, 1 Dollar Bewegung in der Option. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Umso höher das Delta ist, umso kleiner ist die Veränderung prozentual bei der Option. Ganz klar, weil es dann dementsprechend ja, stark schon im Geld liegt. Es ist zwar absolut die größte Veränderung, aber man muss es ja immer in Bezug auf den Preis sehen. Wenn das hier bei dem Januar-Call auf 20 1 Dollar bewegt, ist das prozentual auf die Option ungefähr 5%. Wenn sich aber die Aktie 1 Dollar bewegt und wir nehmen als Vergleich mal hier unten den Call auf 47, dann verändert sich die Option um 12 Cent und das im Vergleich zu dem, ja, Wert der Option, die jetzt bei 33 Cent liegt, das ist etwas mehr als ein Drittel von der von Optionswert. Das heißt, das wären 33% Veränderung. Hier oben haben wir 5% der Veränderung. Also umso kleiner das Delta, umso größer die prozentuale Veränderung bei der Option. Also hier zu einem Beispiel, wo wir mir gestern eine Position eröffnet haben. Salesforce, der Call auf 70, die hat aktuell ein Delta von 45, also von 0,45, 0,46. Bedeutet, wenn Salesforce die Aktie sich jetzt 1 Dollar bewegt, dann sollte die Option sich hier um 46 Cent verändern. Salesforce ist aktuell ja, 28 Cent im Plus. Heißt, müssen wir jetzt eigentlich dann eine Veränderung haben, wenn wir das durch 4 teilen von ja, ungefähr 11 Cent bei der Option. Aber Sie werden gleich sehen, die Schwierigkeit ist ein, dass wir halt, wie wir hier sehen, nicht immer Preisfeststellung haben. Das heißt, wir haben natürlich, das kennen Sie ja bei den meisten Optionen gleich zu Börsenbeginn, nicht sofort eine Preisfeststellung. Manchmal kommt eine Preisfeststellung erst eine halbe Stunde nach Börseneröffnung. Da ist natürlich die Aktie schon ein paar Cent gelaufen. Das heißt, das jetzt eins zu eins zu überprüfen, ist leider bei den wenigsten möglich. Ich habe es selbst bei Apple vorhin einmal geschaut. Da ist es nicht, auch nicht 100% aufzuschlüsseln. Ich glaube, die beste Variante wäre noch so die
die Werte auf den Index, auf die 3Q oder auf die SPY, auf das ETF. Das sind so die liquidesten Optionen. Da könnten wir mal ein Beispiel nachschauen. Sonst haben sie halt immer die Problematik, dass ja, Kursfeststellung jetzt nicht die kompletten 6,5 Stunden im durchgängig bei der Option vorhanden sind. Das kann manchmal auch die letzte halbe Stunde sein, wenn die jetzt wie gestern dementsprechend schon da oben schießt, dann kommt da auch keine Kursfeststellung mehr zustande. Deswegen kann man es, oder habe ich jetzt noch kein direktes Beispiel von heute gefunden, wo ich es 1:1 Ihnen darstellen kann. Und Delta und Gamma und auch die anderen Werte verändern sich natürlich. Das ist jetzt kein Wert, wo man sagt, wir können das mal auf die letzten Tage hier überprüfen. Und das nächste, was jetzt gleich in Bezug zum Delta steht, ist im Endeffekt das Gamma. Wenn man jetzt, sagen wir, Delta als Geschwindigkeit der Option sieht, also wie stark sich eine Option verändert, klar kann man das schon als Geschwindigkeit bezeichnen oder als Veränderungsgeschwindigkeit, dann ist Gamma, so hatte ich es mal gelesen, hier der Beschleunigungsfaktor. Also das Gamma gibt im Endeffekt an, wenn sich die Aktie jetzt 1 Dollar verändert, wie verändert sich schlussendlich das Delta? Weil wir haben ja gesagt, umso näher das zum Strikepreis kommt, umso kleiner wird im Endeffekt das Delta. Und das ist jetzt kein ja, stetischer Verlauf, sondern das Ganze verändert sich in gewissen Abständen und das gibt uns im Endeffekt das Gamma an. Das heißt, wenn wir noch einmal zu den ETF gehen, da waren wir stehen geblieben. Das ist dann, wie gesagt, ich möchte nur alle mal kurz von der Theorie erklären. Das ist, ach was, was kann man jetzt für den Anfang, denke ich mal, vernachlässigen. So, schauen wir uns mal hier den Call auf 42 an. Ups, da haben wir aktuell ein Delta von 0,37. Das heißt, wenn die Aktie sich 1 Dollar bewegt, verändert sich hier die Option um 37 Cent. Steigt die Aktie jetzt um 1 Dollar, kommen wir näher zum Strikepreis. Faktisch gesehen wird das Delta größer. Und wenn das jetzt 1 Dollar steigt, gibt Ihnen das Gamma an, wie stark verändert sich das Delta. Das heißt, es würde dann um 0,06 ansteigen, das heißt, wir hätten hier ein Delta von 0,43. Das heißt, das Gamma gibt uns die Veränderungsrate des Deltas an, wenn die Aktie 1 Dollar steigt oder fällt. Also in dem Fall hier. Das Ganze. Ist auch dann, wenn wir uns das mal anschauen, logischerweise am größten oder die größten Veränderungsrate beim Gamma hat man oder beim Delta hat man schlussendlich in der Nähe des Strikepreises. Das heißt, wenn wir das mal kurz mit der Zeichenfunktion hier darstellen. So, größter Wert im Gamma sehen Sie eigentlich hier ja, bis zu 43. So, das sind alles diese Bereiche, wo wir zwischen 5 Cent und 6 Cent liegen und wir sehen hier das größte um die 6 Cent. Das ist im Endeffekt alles um Strikepreis. Also das Gamma ist am größten am Strikepreis. Das heißt, umso weiter wir vom Strikepreis uns entfernen, umso geringer sind die Veränderungsraten des Deltas. Ist klar, also haben wir im Endeffekt oben schon beim Delta gesehen, ob ich jetzt Call kaufe, der jetzt bei 21 Dollar im Geld liegt oder mit 22, da ist das Delta fast immer 1. Da sind die Veränderungsraten natürlich nicht so groß. Deswegen, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen, das meiste passiert bei Optionen,
in der Nähe des Treibpreises. Deswegen suchen wir eigentlich auch immer welche raus, die in der Nähe des Treibpreises liegen. Und deswegen, um das vielleicht nochmal zu vereinfachen, waren das auch jetzt Dinge, auf die ich jetzt nicht ganz so stark in den Fokus gelegt hatte in der Vergangenheit, einfach aus dem Grund, dass sie im Endeffekt darauf achten, dass es hier einen hohen Open Interest hat. Das ist nach wie vor für mich eines der wichtigsten Kriterien und dass da ein dementsprechendes Volumen ist und dass der Strike-Preis in der Nähe des aktuellen Preises liegt. Also Theta und Gamma. Also Theta gibt im Endeffekt an, wie ist die Veränderung des Optionspreises, wenn ein Tag vergeht. Das heißt, wie hoch ist der Zeitwertverlust, um es jetzt einfach zu sagen, bei gleichbleibenden Parametern. Deswegen, hatte ich ja vorhin erwähnt, ist das alles sehr theoretisch. Das heißt, wir sehen bei diesen sehr langfristigen, das ist jetzt Januar 2016, sind hier die Veränderungen minimal. Das heißt, noch unter einem Cent bei der Option der Zeitwertverlust pro Tag. Werden das natürlich im Vergleich hier mal uns mit ganz kurzfristigen anschauen, dass Sie da einfach sehen, dass das Theta dann dementsprechend höher wird und logischerweise ist das Ganze immer mit einem Minus versehen, weil Zeitwertverlust arbeitet natürlich immer gegen uns, außer wir verkaufen jetzt Optionen. Nehmen wir da vielleicht mal die Apple. Optionen, die jetzt zum Freitag auslaufen und die am Geld liegen. Da haben wir jetzt 128. Da sehen wir, da haben wir einen Tether aktuell von 30 Cent. Da können Sie bei kurzfristigen Optionen auf jeden Fall mal abschätzen, was das Ganze pro Tag weniger wert wird. Bei gleichbleibender Volatilität und bei gleichbleibendem jetzt Preis, wenn jetzt die Option oder die Aktie natürlich dementsprechend steigt. Oder die müssen jetzt mindestens die 30 Cent am nächsten Tag auffangen mit einer Aktienbewegung, weil das ist schlussendlich der Verlust, den sie in der Option erleiden, wenn jetzt ein Tag vorbeigeht. Also Theta, der sogenannte Zeitwertverlust pro Tag. Und das letzte von diesen vier Maßzahlen, von diesen vier Kennzahlen, von diesen vier Griechen, wie gesagt, ist das Vega. Das gibt Ihnen an, wie sich der Optionspreis verändert, wenn wir eine Veränderung der Volatilität um 1% sehen. Haben wir gesagt, umso höher die implizierte Volatilität, umso höher der Optionspreis. Und die implizierte Volatilität steigt ja gerade vor den Quartalszahlen an. Und deswegen das Vega, das musste man auch einfügen. Das ist, wie gesagt, hier nicht standardmäßig mit enthalten gewesen, gibt Ihnen an, wie verändert sich der Optionspreis, wenn die Volatilität dementsprechend sich um 1% verändert? Und das sehen wir, sind die Veränderungsraten auch hier im Cent-Bereich. Aber 1% ist natürlich jetzt auch nicht viel. Da können wir vielleicht mal einen Wert rausnehmen, da der, weiß nicht, was glaube ich, gab natürlich noch so viele andere Beispiele, aber die Pharma-Titel sind natürlich hier prädestiniert für eine hohe Volatilität. Aber gut, prozentual auf 1% werden die Werte hier auch nicht exorbitant hoch sein, aber sehen Sie, es ist jetzt schon mit einer sehr hohen implizierten Volatilität versehen. Aber schlussendlich 1% macht ungefähr 1 Cent aus, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Deswegen, das Vega, kann man auch hier als Spalte wieder rausnehmen. Ich wollte Ihnen, wie gesagt, nur mal diese vier Zahlen präsentieren.